Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 3 Titan Lords. So, wir sind jetzt zu dritt unterwegs. Wir haben die gute Iona gefunden, die da hinten ganz verzweifelt und einsam auf ihren Retter quasi gewartet hat, also auf uns. Und wir bringen sie jetzt da ganz sicher und wohlbehalten in die Taverne zurück. Keine Angst, Iona, das ist nur ein Gürteltier, das tut dir nichts. Zum Glück haben wir hier schon alles geplättet. An diesem Ort haben Semion und ich früher viele schöne Stunden verbracht. Jetzt ist er tot. Und ich werde nie wieder... Ach, Semion. Ach, Güh. Mach dir keinen Kopf. Gibt noch genug Kerle da draußen. Boah, besser wir gehen weiter. Hier ist das nicht sicher. Alter. Ich denke das untere. Besser wir gehen weiter. Hier ist es nicht sicher. Ich denke, ich werde diesen Ort nie wieder sehen. Aber du hast recht. Gehen wir weiter. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlecht. Also, schlecht. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch gewählt, weil das andere... Hä? Da kann man... Also Leertaste zum Klettern, ja. Schön. Ich stehe halt auf dem Tisch. Haha. Das obere wäre so taktlos gewesen, oder? Mach dir nichts draus, es gibt noch andere Kerle. Alter, das wollte ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Hä? Und wie soll ich dich dann hier wegbringen? Bin wieder da. Aha. Es wird also kompliziert. Dann hier entlang. Ach so, ja. Natürlich hier entlang. Ich bin doof, ich bin nur verlaufen. So. Vielleicht hat sie hierzu auch noch was zu sagen. Vielleicht können wir mit unserem Dämonenjäger sprechen. Ist er hier? Er ist weg. Ah, er ist hier. Okay. Ah, ich stecke fest im Baum. Er ist hier irgendwo. Hallo, Fan. Ich habe Iona gefunden. Ich habe Iona gefunden. Gut. Dann bring sie zur Taverne. Ja. Ich bleibe hier und decke euch den Rücken. Danke. Nicht, dass sich etwas auf eure Fährte gesetzt hat. Berichte mir, wenn sie in Sicherheit ist. Alles klar. Aber ein Schluck wäre auch nicht schlecht. Das hat er. Ja, dann trinkt er halt. Ist egal. Wir trinken später. So. Dann bringen wir sie zurück. La 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 la. Da, la, 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 la. Was, sie folgen uns? Sehr gut. Jo. Das Leben ist hier nicht einfach, ne? Die Schergen bzw. die Schatten sind schon eine Hausnummer für sich. Übles Gesindel. Ganz, ganz übles Gesindel. So. Noch ein Gürteltier. Dapsel, 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 Dapsel. Oh, da habe ich vergessen, die Blutwurzel mitzunehmen. So. Zur Taverne. Bin ich da richtig? Da ist jetzt das Kloster, ne? Warte, kurz Karte schauen. Ja, okay, ich kann hier rüber, runter. Das kann ich machen. Hier rüber, runter. So. So. Und da lang. Der Geruch von geschlachtetem Vieh ist in der Luft. Dann ist es nicht mehr weit. Wenn es was zu feiern gab, haben wir beim Schlachthof immer unsere Wurst bekommen. Jetzt gibt es nur noch eine Feier. Eine Trauerfeier. Okay. Los da! So. Die Arme, die tut mir echt leid. So, jetzt sind wir nochmal da, ne? So. Das hier müsste jetzt die Taverne sein. Ich hoffe, ich bin da richtig. Ohne dich hätte ich es niemals bis hierhin geschafft. Ach was, jetzt ruh dich erstmal aus. Danke dir, Fremder.
Bitte berichte dem Dämonenjäger Fenn, dass es mir nun gut geht. Ja, er war immer ein treuer Freund unseres Hofes. Er soll sich keine Sorgen machen müssen. Jawohl. Dann gehen wir gleich zurück. Immer hin und her. So, ich würde sagen, sprint mal los. Dann sind wir ein bisschen schneller. Oh, was haben wir denn da? Was bist du jetzt her? Oh, zack. Das war es. Ja? Da bleibt die Spucke weg. Waren wir hier oben schon? Nein? Schon wieder jemand Neues. Okay. Kaum biege ich irgendwo mal ab, komme ich schon woanders raus. Hallo, Frau. Der Herr erkennt doch bestimmt ein gutes Geschäft, wenn er es sieht. Ich habe hier ein wunderbares Schwein. Wenn das auf dem Teller landet, läuft dir das Wasser im Mund zusammen. Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nein, danke, behalte das Schwein. Klingt nicht schlecht. Hast du noch was anderes anzubieten? Hast du noch etwas anderes anzubieten? Nur feinste Fleischwaren. Nicht so einen Abfall wie die da unten in der Taverne. Aha. Aber hast du jetzt Interesse an dem Schwein oder nicht? Nein. Nein, danke. Behalte das Schwein. Hey, wenn du kein Gold hast, machst du dich besser vom Acker. Denn egal wie schlecht die Zeiten sind, ohne Gold bist du noch ärmer dran. Das stimmt. Wie läuft das Schwein? Wie läuft die Schweinezucht? Ist ein hartes, aber ehrliches Brot, was du dir damit verdienst. Seit die Schatten sich auf der Eisenbucht breit gemacht haben, ist es nicht einfacher geworden. Aber bevor ich denen auch nur eines meiner Schweine opfere, kriegen sie es mit mir zu tun. Hast du Kontakt zu anderen Höfen? Hast du Kontakt zu den anderen Höfen? Nicht viel. Aber ab und an bringen die Dämonenjäger Neuigkeiten mit, wenn sie ihr Fleisch bei mir kaufen. Nur würde ich auf die Neuigkeiten gern verzichten. Na, du hörst ja doch nichts Gutes von da draußen. Das glaube ich dir. Und wo wäre jetzt das arme Schweinchen gewesen? Da hinten. Ja, hallo? Sames Schweinchen. 1, 2, 3. Wer liegt denn da im Dreck? Logan. Hallo? Hey, was ist? Ich sehe mich nur um. Aber sicher doch. Und wenn du fertig bist, ist unser Fleischvorrat weg und ich muss Überstunden schieben. Von wegen. Also komme nicht so. Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Bewachst du hier den Hof? Das obere? Kann es sein, dass du Fremde nicht magst? Tu ich auch nicht. Warum auch? Haben kaum eine Münze in der Tasche und wenn's doch so sein sollte, ist die bestimmt nicht ehrlich verdient. Oh. Nee, bleib mir weg mit dem Pack. Dich beklaut schon keiner. Taschendiebstahl 40. Du solltest mal an deiner Einstellung arbeiten. Dich beklaut schon keiner. Entschuldigung, du hast gleich reden. Du musst. Moment mal! Versuchst du mich zu bestehlen? Ach was. Was du auch vorhast, vergiss es. Mich legt man nicht so leicht aufs Kreuz. Schon zu spät. So, wenn du sonst keine Fragen mehr hast, ich hab noch zu tun. Bewachst du hier den Hof? Bewachst du hier den Hof? Sieh so aus? Nein. Meine Aufgabe besteht darin, die Schweine zu füttern. Ah. Und wenn ich damit fertig bin, muss ich den Mist wegschippen, den sie gefressen haben. Alles Scheiße. Was du nicht sagst. Sehr charmant. Ja. Nein, nicht hierhin speichern. Ich speichere jetzt immer falsch in letzter Zeit. So. Ja. So. Ich schaue mal, ob ich das öffnen kann, ohne dass der sich da neben uns beschwert. Fleisch, Schwein, Jadestein, Krug und Runenhaut. Nehmen wir alles mit. Oh, ist gut gegangen. Na, Schweindi, alles gut? Grunzi, grunz, grunz. Ja, braves Schweinchen. Aber den Pilz nehme ich mit. Und den Silberklee. Gut. Dann auch hier die Schädelblüte. Und die Schlangenwurz. Und hier ist noch eine. So. Dann schauen wir mal im Häuschen vorbei. Ob wir hier noch was mitnehmen können. Pokal. Hammer. Teleportstein. Dann. Zauberbücher und Schriftrollen. Leise Versprechen ist kein Zauberbuch in wissenschaftlicher Hinsicht.
Es hat die Macht, Menschen zu manipulieren. Heute liegt es bei der Magiergilde von Taranis. Sehr interessant. Aha. Hallo. Komm nur rein. Ich habe nur das Buch gelesen. So, der legt sich hin. Das ist gut. Dann können wir ihn normalerweise weiter beklauen. Die ersten Tage der Ankunft. Aha. Dann haben wir noch einen Krug. Käse. Gabel. Messer. Schreibfeder. Eine Truhe zum Aufmachen. Die ist mal verschlossen. Gold. Schmuckhafter Schinken. Schmackhafter Schinken. Mit Sicherheit von einem glücklichen Schwein. Mal sehen, wer sich dafür begeistern kann. Und Rezept für Schnaps der Magie. Das kann was? Blick der Magie 11, Wirkungsdauer 100. Hilft dir, magische Gegenstände zu finden. Okay. Fisch. Können wir uns somit wieder schleichen. Schmackhafter Schinken. War da jetzt was? Voodoo-Puppe. Fusel. Jesus. Das muss ich alles mitnehmen. Passt. Sehr, sehr gut. Das ist speicherungswürdig. Ja, bitte. Zum Dämonenjäger wollte ich jetzt zurück, ne? Jetzt bin ich hier irgendwie aufgehalten worden. Ich hoffe, das war kein Fehler, dass wir uns gegen das Schweinchen entschieden haben. Aber ich denke mir, es würde nur, ja, einem dieser Viecher hier vielleicht zum Opfer fallen und das wäre dann doch zu schade. So. Bin ich jetzt hier richtig? Ich glaube nicht. Ich hätte es darauf gemusst, oder? Warte. Doch, passt das so? Ja? Nein, das passt so nicht. Ich hätte schon drüber müssen. Verdammt. Ach, Zocki. Was machst du da? Wenn ich das mal wüsste. War das jetzt hier? Hier hoch, ne? Oder? Ja, schon. So. Hoppala. Ich dachte, das Viech wäre hin. Upsala. Ich habe jetzt echt gedacht, der wäre hin. Au. Bitte nicht runterschmeißen. Perfekt. Das war tolles Teamwork. Die Viecher hier spawnen schneller, als ich bis 3 zählen kann. Oh. Ein Termiti. Bäm. Da. Diese Viecher sind eine Plage. Da haben sie recht. Das war doch da oben, ne? Ja. Es sind halt nur Viecher gespawnt, das ist alles. Scharf Augen. Wenn wir zusammenhalten, schaffen wir das. Ja. Das wäre mir sehr recht. So. Autsch. Perfekt. Läuft. So. Jetzt sind wir wieder da. Tap, 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 tap. Wo steht der Gute? Ah, hier sitzt er. Okay. Wir gönnen uns aber mal ein Schlückchen. So, zum Wohl. Dann haben wir dem Dämonenjäger auch geholfen. Werden wir dann im Bettchen hier drinnen ausruhen. Dann hätte ich jetzt zwar nicht trinken brauchen, aber egal, wir sind sowieso durstig. Und dann schauen wir weiter. Also, um Iona brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Um Iona brauchst du dir keine Sorgen mehr zu machen. Sie ist wieder in Sicherheit. Gut. Ich habe zwar nicht viel, was ich dir für diesen Dienst geben kann, aber nimm das. Habe es im Hof gefunden. Und die Vorbesitzer brauchen es nicht mehr. Da hast du recht. Für mich gibt es hier jetzt nichts mehr zu tun. Ich kehre zur Zitadelle zurück und werde meditieren. Sehr gut. Bauernopfer, ja, sehr schön.
Wir werden einmal kurz schlafen gehen bis zum nächsten Morgen, dann ist es wieder heller und angenehmer für uns zu reisen. Aha, Geisterwelt wieder. Okay. Ja. Mal schauen, auf wen wir dieses Mal treffen, ha? Ob wir hier auf jemanden treffen. Hier ist einmal nichts. Dann würde ich sagen, wir gehen hier durch. Huch! Okay. Dann war's das. Mein Geist verlässt die Gruppe. Das ist immer so lustig. Bis zum nächsten Morgen pennen. So. Sehr, sehr gut. Mein Geist verlässt die Gruppe. Das ist immer so, so schön formuliert. So, gibt es denn jetzt noch Dämonenjäger? Fenn ist erst dort unten, der kehrt auch zurück. Gibt es denn jetzt noch Dämonenjäger, die unsere Hilfe bedürfen? Waren wir hier drüben schon? Wir waren da drüben tatsächlich schon, scheinbar. Ich habe das vergessen. Jo. Gut. Das hätten wir dann somit auch. Hier rüber zu kommen ist scheinbar schwer, weil hier die Brücke kaputt ist. Wahrscheinlich müssen wir mit Dingens rüberfliegen. Könnte ich mir vorstellen, dass hier eventuell da oben noch so ein Teleporter ist. Das schaut schon so danach aus hier. Können wir uns als nächstes anklubschen, würde ich sagen. Wenn wir hier dann über die Brücke, ne, einfach drüber schweben. So. Wir porten uns zurück. Ich denke, wir können jetzt mit Eldrick sprechen. Es müssten alle Dämonenjäger dann jetzt hier sein. Ansonsten müssen wir ein bisschen warten, bis der eine sich hierher bemüht hat. Aber sprechen wir mal, ne? Servus, Eldrick. Wegen deiner Krieger. Wegen deiner Krieger. Cyrille hat die Toten im Norden bestattet. Cyrille hat die Toten im Norden bestattet. Gut. Ich bin froh, dass wenigstens er zurückgekommen ist. Fenn konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Fenn konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Schlimme Zeiten sind das, wenn wehrlose Bauern den Preis für unseren Krieg bezahlen müssen. Dann hätten wir Porter. Porter hatte ein paar Probleme mit Geistern auf einem Friedhof. Die Probleme haben wir im Moment alle. Hauptsache, er ist unbeschadet wieder bei uns. Der Schmied Wilson hat seinen Schmiedelehrling Alvito verloren. Ja, ich hörte davon. Bedauerlich ist es in der Tat. Aber wir müssen nach vorn schauen. Der Feind teilt unsere Trauer leider nicht. Deine verbliebenen Krieger sind zurück. Deine verbliebenen Krieger sind zurückgekehrt. Es sind viel zu wenige. Jedoch müssen wir uns trotzdem unserer nächsten Aufgabe stellen. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Ja, ohne dich wäre unsere Lage noch aussichtsloser. Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Das weiß ich noch nicht. Ich möchte das jetzt erst einmal speichern. Ja, bevor ich hier einen Blödsinn mache, weil vorher möchte ich mir noch die Magier anschauen, ne? Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Okay. Ich denke noch mal darüber nach. Ich denke noch einmal darüber nach. Tu das und entscheide dich weise, mein Junge. Denn wie gesagt, vorher möchte ich noch sehr gerne die Magier anschauen und dann auch dort noch die ganzen Quests machen. Und dann möchte ich mich den
Dämonenjägern anschließen. Es werden die Dämonenjäger sein. Sie sind eine coole Bande. Magier kann ich ja noch in einem anderen Spielchen werden, nicht wahr? Und so cool sind Feuergeschosse jetzt auch nicht. Da ist man so als Dämonenjäger schon etwas cooler, oder? Finde ich halt. Gut. Das zu dem. Nächste Quest. Logebuch. Logebuch. Alter Bund. Kuss des Todes. Bevor die Ahnen ihn nicht wieder erhören. Hierfür soll ich Tenya helfen. Ich habe alles erledigt, um mich der Gemeinschaft anzuschließen. Ich muss jetzt nur noch mit Admiral Alvarez auf Antigua sprechen, bevor ich bei ihnen aufgenommen werden kann. Alles klar. Dann soll man... Sollte ich das... Ich weiß noch nicht. Soll ich das dann machen? Eldrick spricht von einem alten Grimoire, in dem die Lösung meiner Probleme stehen könnte. Er soll sich in den alten Bergruinen im Westen Kalados befinden. Okay. Das können wir machen. Hoppala. Ich wollte es gerade ganz elegant auf der Karte markieren. Das ist dann hier drüben, nicht wahr? Hier Bergruine, ne? Da oben drüben. Da bohren wir uns mal hin. Passt. Sehr, sehr gut. Wie konnte ich denn das übersehen? Vor allem waren wir hier doch drinnen schon mit unserem... Ich weiß schon wieder, mit unserem Dämonenjägerkumpel. Naja, egal. So, dann laufen wir halt wieder rauf. Wie konnte ich das übersehen? Ich bin total geschockt. Ich muss nur überlegen, wie wir da hingekommen sind. Da war es hier hoch, glaube ich, ne? So. Nicht runterfallen. Ich glaube, hier lang. War ich hier richtig? Ich glaube. Hüpf. Und jetzt da hoch. Vielleicht bin ich einfach nur... Oh, da habe ich sowieso eine Kiste übersehen. Ja, Socki kann das. Ups. Streitkolben. Eine einfache, aber effektive Waffe. Fusel, Gold und Jadestein. Nehmen wir alles mit. Hust. Das habe ich ganz elegant übersehen. So. Hier haben wir noch ein Goldquarz. Alter. Dann hier rein. Und hier hoch. Okay. Hier durch. Und da irgendwo müsste es sein. Hier drinnen. Aha. Okay. Wie komme ich da jetzt rein? So nicht da. Aha. Hier. Ist hier vielleicht? Ja. Hier. Hier? Halt, was haben wir da? Ach, da war ich doch. Wie konnte ich denn das übersehen? Hier. Hä? Ja, aber habe ich das nicht mitgenommen? Oh, das könnte aber auch oberhalb sein, vielleicht. Ruhe zeigt mir jetzt aber nichts an. Warte mal, vielleicht ist es ja oben. Da kann man ja noch rauf. Mal schauen. Aha, da war ich mal nicht, okay. Zack. 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 Au. Zack. Bam. Zack. Gut. Den anderen noch. Bäm. Und ich glaube, da liegt auch schon das Buch. Zack, zack. Autsch, autsch.
Okay. Autsch. Na bitte, geht ja. Na, kannst du wieder einstecken. Sehr brav. So. So. Hier war ich natürlich nicht. Grimorie. 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 Verstehst? Und eine Voodoo-Puppe. Da haben wir es ja schon. Super. Hat ja gar nicht lang gedauert. Messer und eine Gabel. Und sonst ist da nichts mehr. Passt. Dann müssten wir uns jetzt normalerweise verpissen können. Zurück zu... hierhin. Zu Eldrick normal, ne? So. Dab, dab, dab. Dann schauen wir mal, was Eldrick dazu zu sagen hat. Servus. Grüße. Hallo. Grüß Gott. Herr Eldrick. Ich habe das Grimoire gefunden. Ich habe das Grimoire gefunden. Sag ich ja. Dann zeige es mir. Hier. Sehr gut. War es denn wirklich noch in der alten Burgruine im Westen? Ja, in den Fängen eines ziemlich übel gelaunten Schattenlords. Ja. Ja, ich wusste, er hat sich im Westen versteckt. Gut, dass du das Grimoire retten konntest. Was ist mit dem Schattenlord geschehen? Er ist hinüber. Der Schattenlord im Westen ist erledigt. Ah, das wird die Gemüter wieder etwas heben. Gut gemacht. Was wird jetzt mit diesem Buch geschehen? Was wird nun mit dem Grimoire geschehen? Ich muss es studieren. Ich muss herausfinden, wie wir deinen Geist wiederfinden und zurück in deinen Körper locken. Du solltest in der Zwischenzeit an deinen Fähigkeiten arbeiten. Schließe dich einer starken Gemeinschaft an und lerne ihre Kampfesfertigkeiten. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und ich brauche deine ganze Kraft, wenn wir bestehen wollen. Okay. Ich will Dämonenjäger werden. Na, das hatten wir schon. Servus. Das speichern wir natürlich wieder. Sehr gut. Jetzt haben wir auch schon die nächste Gilde, die uns unsere Seele vielleicht wiedergeben kann. Und ich würde sagen, questtechnisch, wenn es hier nichts mehr gibt, großes Tor, reicht der Schatten. Was haben wir da jetzt noch? Kristallportal, Antigua, Dakarigua, Krabbenküste. Crew, Schwarzmagier, bla bla. Das mit den Schattenreichen könnte man eigentlich jetzt schon machen. Ah, Kalador. Ruhe in Frieden. Alten Grab vertrieben. Der Kerl will die Ruhe der Toten stören. Und ohne Sinn und Verstand. Dämonjäger Puruk scheint mehr als nur seinen Verstand zu haben. Ich muss einen finden, ihn wieder in seinen alten Zustand zu versetzen. Das hört sich doch interessant an, oder? Ohne Sinn und Verstand. Hier unten hätten wir was. Aha. Dann bohren wir uns gleich mal dahin und gehen da ein Stück runter. Da müsste etwas sein. Buruks Abbild. Interessant. Das ist eine sehr interessante Quest. Da haben wir vielleicht wieder sowas wie bei Bones, ne? So ein Fall. Mal gucken. Ja, ja, schnauf du nur. So, da tun wir sofortigst wieder speichern. Weil ich sehe schon wieder Viechzeug. Spinska. Aufgepasst! Hui, ich hole nur die Schädelblüte. Zack, 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 zack und zack und die nächste. Au, au, au. Hui. Das wird knapp. Hui, hui, hui. Ist schon gut. Ja. Scheiß Insekten. Da kann man nichts anderes hinzufügen. Ui. Das war nicht schlau von mir jetzt. Glaube ich. Willst du sterben? Bitte? Dann halt die da. Au. Hat er sie erledigt? Ja. Daneben, super. Aha. Ich verbrauche hier meinen gesamten Rumpfvorrat. Das gefällt mir gar nicht. Au. Ja. Trotzdem kam Edward dabei. Der hilft uns da schon brav.
Ja, das macht nichts. Wo ist das andere Spinnenviech? Hier, passt. Eine tote Spinne ist eine gute Spinne in diesem Fall. Ein Jagdhorn. Gold? Noch mehr Gold? Goldsacki? Noch mehr Gold? Haben wir alles? Schaut aus. Schön. Da haben wir noch eine Feuerblume. Und dann gibt es noch ein paar Spinnen mehr. Du mit speichern. Weil sonst da sterbe ich Gachen eventuell. Das will ich nicht. So, essen ein bisschen was. So. Kann man gleich die Waffe zücken. Da kann ich noch looten vorher. Aufgepasst! Zack. 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 Bam. Und die andere Waffe. Den haben wir jetzt schön verjausnet. So gehört sich das. Sehr, sehr schön. So. So, so, so. Da müssten wir jetzt da eigentlich schon... Ah, da gibt es Termiten. Aber wir müssten jetzt schon bald am Questziel angekommen sein. Das nimmt kein Ende mit den Biestern. So. Oh, was haben wir denn da? Ein Untot. Halt. Das stirbt jetzt endlich mal. So. Ah, das ist Abbild. Okay. Burgs Abbild. Wie geht das mit Abbild? Das ist ein Skelett. Bam. 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 Das ist bewusstlos. Okay. Gold haben wir gestohlen. Sehr schön. Aber er ist bewusstlos. Er ist nicht tot. Halt. Nein. Roher Fisch. Termite tot. Hallo? Können wir mit dir reden? Oder muss ich jetzt zur Fregatte hin? Das könnte sein. Dann probieren wir mal zuerst. Ich speichere das jetzt hier kurz, weil der ist bewusstlos. Segeln wir mal rüber zur Fregatte. Bitte. Das sind Dämonenjäger. Okay. Speer. Hallo? Na, mein Junge. Was haben wir denn hier auf der Fregatte zu suchen, hm? Entspann dich, ich sehe mich hier nur mal um. So, so. Aber lass dich nicht dabei erwischen, wie du hier etwas zerstörst, klar? Würde ich nie tun. Die Menschen brauchen euch da draußen. Wer hat hier an Bord das Sagen? Die Menschen brauchen euch. Die Menschen brauchen euch da draußen. Eine Flotte von Geisterschiffen ist auf dem Vormarsch und sie machen keine Gefangenen. Das weiß ich. Doch was sollen wir machen? Eine Fregatte gegen eine ganze Flotte? Ohne einen konkreten Schlachtplan wäre das glatter Selbstmord. Und wer hat hier das Sagen? Wer hat hier an Bord das Sagen? Unser Kapitän ist in der letzten Schlacht gegen die Schatten gefallen. Also habe ich das Kommando übernommen. Aha. Du bist Krieger. Ich bin zwar kein Seemann, aber ein paar Matrosen befehligen kriegt dieser alte Feldherr noch hin, mein Junge. Die Schatten haben uns eine derbe Niederlage im Norden von Kalador versetzt. Das müssen wir erstmal verdauen. Solange wir nicht wieder zu unserer alten Stärke zurückgefunden haben, bleiben wir an Bord zwar wachsam, aber im Hintergrund. Ja. Wer ist dein Vorgesetzter? Wer ist dein Vorgesetzter? Nee, mein Junge. So läuft das bei uns hier nicht. Ich bin ein dunkler Krieger von Kalador. Wir kämpfen aus tiefster Überzeugung gegen die Schatten. Nicht, weil uns ein seekartenwälzender Lackaffe im weißen Rüschenhemd den Befehl dazu erteilt. Aber wir haben natürlich unsere Helden und Leitfiguren. Eldrick, der Druide in der Zitadelle, ist einer von ihnen. Mhm. Ein weiser Mann. Sein Wort hat großes Gewicht unter den dunklen Kriegern. Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Und wenn ich einen Schlachtplan hätte? Du bist sehr hartnäckig. Natürlich. Also gut, mein Junge.
Überzeuge mich. Die Schatten sind überall. Auf dem Meer und auch an Land. Ich sitze hier in der Mitte und kann weder vor noch zurück. Zeig mir einen Weg aus meiner Klemme und ich werde deinen Rat befolgen. Aber keine "Wir schaffen das schon" oder "Alles wird gut" Sprüche. Ich will etwas Handfestes hören, klar? Ich denk drüber nach. Mach das. So lange werde ich hier weiter vor Anker liegen, wenn's recht ist. Jawohl. Kann ich das machen? Pass auf deinen Rücken auf, klar? Okay, kann ich noch nichts machen. Allianz mit den Dämonenjägern. Okay. Da geht noch nichts. Dann hätten wir das hier mit dem Schiffchen auch. Dann segle ich wieder zurück. Und ich denke, ich werde jetzt mal vorsichtshalber den Part beenden, weil irgendwie ist gerade meine Uhr stehen geblieben, also mein Timer für die Aufnahme. 22 Minuten zeigt an, also knapp 23 eigentlich. Ich habe keine Ahnung, ob der Part jetzt hier kaputt ist oder nicht. Aber ich segle jetzt mal zurück. Strand der Fischer. Klippenstrand, glaube ich, war das, ne? Und schau mal, ob wir mit dem Trottel hier noch interagieren können. Verärgert. Nein, du nicht. Nein, du nicht. Hä? Nein, du nicht. Geht's dem gut? Und was jetzt? Nein, du nicht. Und jetzt? Endlich. Aha. Ein Mensch. Ja, du musst mir helfen. Ja, du kannst sprechen. Dir helfen, komme ich dafür nicht ein bisschen später? Tut mir leid, den muss ich jetzt bringen. Dir helfen? Komme ich dafür nicht ein bisschen spät? Klemm dir deine Sprüche. Die Sache ist ernst. Ich bin Burke, einer der Dämonenjäger. Leider ist bei meinem letzten Experiment etwas mächtig in die Hose gegangen. Das sehe ich. Ja, aber noch ist nicht alles verloren. Ich kann die Umwandlung in dieses Ding wieder rückgängig machen. Erzähl mir von deinem Experiment. Pass auf. Seit ich den Dämonenjägern beigetreten bin, hat mich eine Frage ganz besonders beschäftigt. Was wäre, wenn der Mensch den Tod nicht mehr zu fürchten braucht? Ohne die Angst wären wir eine Gemeinschaft von furchtlosen Kriegern, die jedem Feind überlegen ist. Also habe ich einen Weg gesucht, verstorbenen Körpern wieder Leben einzuhauchen. Nekromantie. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Hast du den anderen von deinem Plan erzählt? Ich muss das machen, es tut mir leid. Sieht so aus, als hättest du es geschafft. Ja, denkst du, ich habe mir das so vorgestellt? Ich will meinen Körper zurück. Hätte ich bloß die Finger von diesem Zauber gelassen. Meinen Geist in diese Knochen wandern zu lassen, war jedenfalls nicht der Plan. Sieht so aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Gut erkannt. In diesem Zustand zur Zitadelle zurückzukehren, ist keine gute Idee. Nein. Meine Waffenbrüder würden sofort ihre Klinge ziehen und auf mich losgehen. Ja. Es sei denn, du begleitest mich und passt auf, dass keiner auf dumme Gedanken kommt. Das ist alles? Wenn's weiter nichts ist? Das ist alles? Das ist alles? Naja, eine Kleinigkeit wäre da noch. Um meinen Geist zurück in meinen Körper zu schicken, brauche ich die Zauberformel. Aber wenn ich richtig liege, hält mein Gegenstück sie sicher nicht mehr in den Händen. Wir müssen uns also in der Zitadelle umhören, ob sie jemand an sich genommen hat. Ich werde dich zur Zitadelle begleiten. Gut, dachte schon, ich müsste hier ewig versauern. Geh einfach voran, ich folge dir. Das erklärt so einiges, aber das machen wir erst im nächsten Part. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!